Berlin braucht mehr Gemeinwohl in der Stadtentwicklung, sondern jede Stadt braucht das und jede Gesellschaft braucht eine Gemeinwohlorientierung. Und sich zu überlegen, was es in der Stadtentwicklung heißt, ist ja Gegenstand des heutigen Stadtforums. Herausforderung beim Gemeinwohl ist ja, dass es keine ganz allgemeingültige Definition gibt. Für mich wäre eine Arbeitshypothese der Definition, dass es um das Wohlergehen, um den positiven Nutzen für das Gemeinwesen bzw. für die Mitglieder dieses Gemeinwesens geht. Für mich ist Gemeinwohl das Wohl auf alle Bürgerinnen ausgerichtete Politik. Und zwar dann besonders auf die, die weder die Macht noch die Möglichkeit haben, sich selbst zu bedienen. Gemeinwohl umfasst sowohl ökologische Gerechtigkeit als auch soziale Gerechtigkeit. Und davon brauchen wir in dieser Stadt definitiv mehr. Die größte Herausforderung ist, den Wohnraum zu schaffen für die Menschen, die im Moment keinen haben. Und ich glaube, dass wir ganz viel auch dafür arbeiten müssen, dass mehr Akzeptanz ist, dass zum Beispiel auch nachverdichtet werden muss. Da gilt bauen, bauen, bauen. Und deshalb setzen wir darauf, dass wir vor allem größere Quartiere mit unseren kommunalen Gesellschaften entwickeln. Das ist der Schlüssel, um allmählich das Verhältnis zu bewegen. Dieses Gemeinwohl zeigt sich sehr, sehr oft bei der Frage der Nutzung, der Programmierung. Ist ein Stadtteil, ist ein Freiraum, ist ein Gebäude so konzipiert, dass es eben einen Beitrag leistet für die Allgemeinheit, einen Beitrag leistet für sozialen Frieden, ein Beitrag leistet, dass man sich wohlfühlt, dass man gut versorgt ist, dass die Bedürfnisse einer breiten Bevölkerungsschicht eben abgedeckt sind. Wenn wir mal über den Wohnungsbau denken, der ja so wesentlich in der Stadt ist, da braucht es natürlich die öffentliche Hand, die den richtigen Rahmen setzt, die dafür sorgt, dass Flächen, die zur Verfügung stehen, auch an diejenigen vergeben werden, die gemeinwohlorientiert bauen wollen und nicht an diejenigen, die am meisten bezahlen. So wie zum Beispiel Genossenschaften, die dann auch sozialen Mehrwert in die Stadt bringen, nicht nur räumlich. Wir müssen immer wieder nach dem richtigen Verhältnis suchen zwischen gemeinwohlorientierter und privatwirtschaftlicher Entwicklung. Und die gemeinwohlorientierte, wenn sie gestärkt ist, kann sehr gute Einflüsse nehmen auf das, was die Privaten in dieser Stadt bauen. Ein wunderbares Werkzeug sind zum Beispiel die Konzeptverfahren, also wie man mit Grund und Boden umgeht, an wen man das vergibt. Das ist eine ganz ausgezeichnete Maßnahme. Zu mehr Gemeinwohl in der Stadtentwicklung kommen wir einerseits durch mehr Diskurse, durch mehr Debatten, auch im öffentlichen Raum, Veranstaltungen wie die heute. Ich glaube, worum es geht, ist, dass man sich tatsächlich erstmal ein gemeinsames Verständnis erarbeitet, und zwar bezogen auf das jeweilige konkrete Handlungsfeld. Wenn wir das Thema Wohnungsbau adressieren, dann ist klar, dass wir eben Wohnraumförderung brauchen und Wohnraumförderung, die eben auch solche Akteure anspricht, die in der Lage sind und dazu Lust haben, an gemeinsamen Interessen der Stadt mitzuwirken.
dass wir Projekte identifizieren, wo wir kooperieren können, wo wir Beratungs-Professionalisierungsangebote machen, wo wir uns auch vernetzen. Ich glaube, das sind so die Themen, über die wir miteinander sprechen müssen. Musik.